Der zweite Corona-Lockdown hat vielen Anfang des Jahres auf die Stimmung gedrückt. Diese TV-Shows haben für Ablenkung in den eigenen vier Wänden gesorgt. Durch den Corona-Lockdown Anfang des Jahres haben TV-Fans viel Zeit auf dem heimischen Sofa verbracht. Diese Shows haben über die Langeweile hinweg geholfen. Wer stiehlt mir die Show? Wer stiehlt mir die Show? Von und mit Joko Winterscheid, 42, hat 2021 einen Siegeszug hingelegt. In 9 Quizkategorien und 3 Gewinnstufen versuchen sich die Kandidaten, 3 Promis und ein Wildcard-Kandidat oder Kandidatin, bis zum Finale durchzusetzen. Nach jeder Gewinnstufe muss einer die Show verlassen. Am Ende tritt Moderator Joko Winterscheid dann im direkten Duell gegen die verbleibende Person an und verliert gegebenenfalls seine Show. Mit dabei waren in der ersten Staffel im Januar Elias Mbarek, 39, und Paulina Rojinski, 36, sowie das TV-Urgestein Thomas Gottschalk, 71. Bastian Pastewka, 49, Teddy Teklebran, 38, und Rapperin Shirin David, 26, rätselten in der zweiten Staffel. Und für Nachschub ist gesorgt, ab 4. Januar 2022 geht es mit der dritten Staffel weiter. Dschungelshow, ebenfalls im Januar brachte die Dschungelshow wenigstens etwas Dschungelfeeling auf den Bildschirm, nachdem Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Aufgrund der Pandemie abgesagt werden musste. In der 15-teiligen Ersatzshow kämpften Promis um den Einzug ins Dschungelcamp 2022. Ein Star konnte das goldene Ticket für die 15. Jubiläumsstaffel lösen. Wir haben nicht versucht, den Dschungel in Deutschland zu machen. Wir haben nur versucht, in dieser schweren Zeit ein bisschen Unterhaltung in die tristen Wohnzimmer zu bringen, erklärte Moderatorin Sonja Siedlow, 53, nach der Ausstrahlung. Dschungelshow-Gewinner Philipp Pavlovic, 27, darf nun mit Modeschöpfer Harald Glöckler, 56, Musiker Lukas Cordalis, 54 und weiteren Promis ins Dschungelcamp 2022 einziehen. Dieses soll dieses Mal seine Zelte in Südafrika statt Australien aufschlagen. GNTM, am 4. Februar fiel der Startschuss für die 16. Staffel GNTM. Heidi Klums, 48. Modelshow hatte sich an die Bedingungen in der Pandemie angepasst. Erstmals in der Geschichte der Show wurde nur in Europa gedreht. In 16 Folgen konnten sich 4 Nachwuchsmodels durchsetzen, die um den Titel kämpften. Im Mai wurde Alex Marei Peter, 24, zur Siegerin der Diversity-Staffel gekürt. Im Frühjahr 2022 startet Germany's Next Topmodel dann in die 17. Staffel.